just wanna say that I feel that our love is real. Maybe we should hurry up and seal the deal. Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir haben sozusagen so einen Mini-Sauerland-Urlaub gemacht. Und ich stehe gerade hier vor dem K1-Hotel in Willingen. Und ja, wir sind hier untergekommen. Mega schönes Hotel, kann ich nur empfehlen. Wenn ihr mal einen Kurztrip macht, so in Bikepark oder in Sauerland wie wir jetzt, dann ist das auf jeden Fall eine gute Adresse, kann ich wirklich nur empfehlen. Kleines, schnuckeliges, modernes Hotel, sehr unkompliziert. Frühstück ist vollkommen in Ordnung, es ist sauber, Duschen und so weiter, alles cool. Also falls ihr mal vorbeischauen wollt, man braucht auch echt nur ein paar Minuten bis zum Park runter, denn da hinten ist sozusagen schon der Lift. Wie der ganze Sauerlandurlaub so gewesen ist, weil wir sind ja jetzt sozusagen schon am Ende, aber fahren jetzt noch einen Tag Fahrrad, das seht ihr in diesem Video und wir thematisieren so ein bisschen, ob es denn wirklich immer Österreich sein muss oder ob es nicht auch manchmal ganz schön ist, einfach hier bei uns in der Nähe, 2 Stündchen Autofahrt. Und das fühlt sich schon, muss ich schon ehrlich sagen, ähnlich an wie so ein cooler Österreich-Trip, wenn man die richtigen Leute dabei hat. Aber die hatten wir dabei. Viel Spaß beim Video. Ja, dann können wir jetzt los. Fertig? Ja. Okay. Kannst du alle Taschen nehmen, bitte? Ich habe ja die Kamera in der Hand. Ja, und du bist auch behindert ein bisschen, ne? Weil du gestürzt bist. Ja, aber nimm den Leuten nicht alles vorweg. Ja Leute, ich bin ein bisschen gestürzt. Ich weiß nicht, ob ihr das schon im Video gesehen habt, aber... Gut Leute, ja, wir packen jetzt zusammen und fahren schnell rüber in den Park, beziehungsweise ich schiebe 2 Fahrräder rüber. Ich zeig den Leuten mal ganz kurz hier das Zimmer, wenn wir jetzt schon mal hier sind. Also Leute, kurze Zimmer-Roomtour. Hier kommen sie rein, sehr, sehr entspannt. Hier ist das Bett. Ist natürlich jetzt nicht mehr so super aufgeräumt, aber als wir reinkamen, gab es Gummibärchen. Die müssen wir übrigens mal mitnehmen. Und hier ist das Bad dann. Ganz entspannt. Hier, 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 hier. Ja, und das war's eigentlich schon. Hier ist ein Fernseher. Ja, hier ist so ein Smart Home. Da müsste ich aber mal jetzt, eigentlich müssten wir auch fragen, wofür es gut ist. Weil ehrlich gesagt, gar keine Ahnung, was man damit macht. Aber lass uns los, wir haben keine Zeit zu verlieren. War gut.
Ach. Oh Gott! Um die Frage kurz und knapp zu beantworten, Österreich gegen Deutschland im Bikeurlaub. Ich finde, man kann durchaus auch mal in Deutschland einen Mountainbike-Urlaub machen. Die Strecken sind zwar natürlich nicht so super lang und man hat nicht die dicken Berge vor der Haustür, aber nichtsdestotrotz finde ich, dass sich das auf jeden Fall lohnt, wenn man mit den richtigen Leuten unterwegs ist, gutes Wetter hat und eine gute Zeit auf dem Bike. Was I drinking, looking for the next thing? I couldn't really settle down. Always on the run, I didn't want to slow down. But baby, then you came around. Yeah, you came around. No, I Abschließend kann man auf jeden Fall sagen, dass sich der spontane Trip extrem gelohnt hat. Wir haben tolle Erinnerungen gemacht für das Ende der Mountainbike-Saison 2023 und ich freue mich schon auf den nächsten Sommer. Julia, was machst du da? Wo sieht's denn aus? Du liegst halt mitten auf der Straße. Achso, ich dachte, du willst jetzt was anderes. Es blendet ein bisschen. Ohne Scheiß, legt euch mal dazu. Okay. Ich habe halt so einen Stein genau in meinem Kopf, das ist ein bisschen unbequem. Ja, es sind aber übertrieben viele Sterne, oder? Das ist ja krass, oder? Ich liege halt auf dem Boden im Bikepark gerade und guck Sterne, Alter. Ich meine, kannst du keinem erzählen, ey. Ich will jetzt ganz geil. Ich hatte noch nicht mal einen Pulli von mir an dabei, ey. Aber ist halt schön, ey. Ja, aber ist das geil oder ist das geil, ey? Da ist wieder ein Satellit, genau über uns. Relativ dunkel. Der da drüber fliegt jetzt nach links. Ja, der fliegt nach da. Ja, ich sehe den. Der ist aber sehr dunkel. Das ist die Leere, ne? Ja. Boah, ist das hell. Ein bisschen Schlangenlinien. Pass auf, da steht eine Kamera mit. Starlabs. Auf jeden Fall.